Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Aber eigentlich soll es nicht direkt um das Spiel gehen, sondern um das, was drumherum gerade passiert. Seit gestern ist ja wieder die Kacke am Dampfen, was Epic Games betrifft, denn die haben etwas für die Community gemacht, was, die Vertreiber nicht so gut sehen. Ihr wisst ganz genau, worum es geht. Ich habe gestern dazu ein Video hochgeladen. Und zwar, dass Epic Games uns ja die Möglichkeit gibt, 20% zu sparen bei Käufen oder bei Echtgeldkäufen. Und dass wir halt sozusagen nochmal eine kostenlose Spitzhacke bekommen. Das Ganze wurde ja gestern angekündigt von Epic Games und das haben ja auch viele der Community sehr, sehr geil gefunden. Ich meine, wenn man 20% sparen kann, warum nicht? Das Ganze hat aber tatsächlich Apple nicht gefallen, denn ihr wisst ja, Fortnite wird auch im Apple Store sozusagen zum Download zur Verfügung gestellt. Und ja, dadurch, dass man bei den Käufen von Fortnite, wenn man sich sozusagen V-Bucks kaufen möchte, diese 20% nur sparen kann, wenn man sie direkt von Epic Games kauft und nicht über den App Store, über Apple. Dann könnt ihr diese 20% nämlich nicht sparen und das Ganze gefiel Apple nämlich nicht. Denn ihr wisst ja ganz genau, Apple ist dafür da, die wollen auch mitverdienen, wenn sie das in ihrem eigenen App Store zur Verfügung stellen. Dann möchten sie natürlich mitverdienen, würde ich auch so wollen. Die Sache ist jetzt aber, wenn die Spieler direkt über Epic Games kaufen und dann sozusagen die 20% sparen, dann hat davon Apple gar nichts. Die haben einfach gar nichts davon und das hat denen nicht gefallen und das soll tatsächlich auch den Richtlinien verstoßen. Ob es so ist, das kann ich euch nicht sagen. Ich habe die AGBs nicht komplett durchgelesen, eigentlich nicht mal einen einzigen Satz. Denn amerikanische AGBs, Bruder, das ist einfach Gift, sage ich euch, Real Talk. Epic Games dachte sich jetzt aber, die Aktion haben wir für die Community gemacht. Das möchten wir auch weiterhin so durchziehen. Und wir verklagen jetzt einfach mal Apple, weil sie die App aus dem App Store gelöscht haben. Ja, Fortnite wurde offiziell aus dem Apple Store gebannt. Und nicht nur aus dem Apple Store, sondern Samsung ist mitgezogen und hat es einfach mal aus dem Google Play Store gebannt. Bedeutet, auf den mobilen Geräten kann Fortnite gar nicht mehr runtergeladen werden, weil der Galaxy Store, der Play Store und der App Store oder Google Play Store, die bieten diese App nicht mehr an. Wenn ihr nach Fortnite sucht, werdet ihr diese App nicht mehr finden. Also wenn ihr sie noch habt, behaltet sie, löscht sie nicht, wenn ihr spielen wollt. Ansonsten, ansonsten RIP oder auf Konsole umsteigen. Auf jeden Fall ist das nämlich das Problem, dass die Markthersteller die Betreiber die App von dem Markt genommen hat und aus dem Store entfernt hat und Epic Games sozusagen jetzt gar nicht mehr für die mobilen Geräte die App anbieten können. Die werden wahrscheinlich nochmal einen externen App Store wahrscheinlich machen, ich bin mir nicht so sicher, aber wenn das Ganze vor Gericht geht, dann kann das ein bisschen dauern und bis dahin, Freunde, einfach auf der Konsole spielen oder das Ganze sozusagen nicht löschen von eurem Handy. Die sind jetzt auf jeden Fall vor Gericht gegangen. Epic Games klagt gegen den Apple Store an oder allgemein gegen Apple. Das könnt ihr euch alles nochmal nachlesen. Die Klage ist zwar auf Englisch, aber wie gesagt, wer Interesse hat, kann das gerne machen. Ist sehr interessant. Ich werde das Ganze natürlich im Auge behalten und mal gucken, wie das Ganze so ausgeht. Ich glaube ja nicht, dass Epic Games gute Chancen hat, denn so wie ich es gelesen habe, stand das schon in den Richtlinien vorher, dass nicht extern sozusagen außerhalb des App Stores verkauft werden darf. Bedeutet, wenn man V-Bucks kauft, muss das über den App Store gehen und die möchten natürlich dann mitverdienen. Ja, wie das Ganze ausgehen wird, das werden wir dann erst sehen, wie sie sich einigen. Wahrscheinlich einige Millionen oder Milliarden, so wie es in Amerika immer ist. Aber bis dahin, Leute, bleibt gespannt. Lasst gerne ein Like, dann natürlich auch ein Abo da, lassen die Glocke aktivieren und meinen Creator-Code Meta-8 im Gegenstandshop eingeben, solange ihr es noch könnt und mich unterstützen könnt. Danke dafür, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.